So, liebe Freunde, willkommen zurück bei Darksiders 3. Es geht weiter mit mir und Fury. So, das hier mussten wir öffnen. Einfach dagegen hauen. Und es geht weiter. Bang, bang, bang. Der Abgrund. Kleiner Haufen. Ich habe jetzt auch nochmal meine Peitsche verbessert bei Ultern. Die ist jetzt auf plus 2. Damit sollten wir noch mehr Schaden austeilen können als vorher schon. So, einmal hier rüber. So, und jetzt müssen wir hier rüber. Ich bin tot. Und was die Macher von Darksiders 3 sich auch noch abgeguckt haben, ist auch eine Mechanik aus Dark Souls. Also Darksiders 3 versucht mehr Dark Souls zu sein, als es eigentlich Darksiders ist. Das ist mir damals schon nach einem gewissen Teil aufgefallen. Erstens, dass alle Gegner wieder respawnen, wenn man tot ist. Und zweitens ist es so, dass man alle Seelen verliert, wenn man stirbt. Und die holt man sich dann quasi dann wieder. Wenn man dann denjenigen besiegt, der einen getötet hat. Weil die sind jetzt quasi da hinten dort, wo ich dann gestorben bin. Deswegen muss ich jetzt nochmal zurück und mir diese Seelen wieder beschaffen. War eben ein bisschen unachtsam. Aber das kriege ich hin. Nun. Hat mich runtergehauen. Finde ich halt nicht so geil. Wenn wir dann quasi in der Flammengestalt unseren Zorn aktivieren, machen wir halt zusätzlichen Feuerschaden. Hast du mich gerade gesehen, ich hatte das aktiviert und da ist was anderes passiert, als wenn wir das jetzt mit der Peitsche nur so machen. Ja, das ist auch eine Fähigkeit, also das... Also alles wirkt sich quasi auf unseren derzeitigen Zustand aus, in dem wir uns halt befinden. In dem Fall das mit dem Flammen. Da werdet ihr noch später sehen, was das für einen Spaß macht, wenn das dann... mehr erweitert wird als vorher. So, das da muss ich aktivieren. Kein Problem. Ich komme so hier nicht rüber. Der Schalter ist nämlich auf der anderen Seite. So, noch mehr Skelette. Ja.
So, noch ein Belebungskern. Dieser Stein erhöht die Speicherkapazität der Erholung der Nephilim automatisch um 1. Ja, das heißt, diesen Stein zum Heilen, den können wir jetzt dreimal benutzen, wenn er voll ist. Ich würde gerne bei Vulgrim was kaufen, aber ich spare mir jetzt nochmal Seelen zusammen für die Rüstung. Was hat nämlich 10.000. Wow. Das kam unerwartet. Wow, du lebst noch. Der war noch am Leben. Day alive. So. Multi-Kill. So, jetzt hat sich da ein Weg geöffnet. Aber hier ist noch so eine kleine Nische. Da ist noch was drin. Wie komme ich denn daran? Oder besser gesagt, wie komme ich da rein? Ach, hier durch. Geheimgang. Und meine Leiste ist gleich voll, meine Chaos-Leiste. Und dann können wir uns mal die Chaos-Gestalt angucken, wenn wir dann in der Flammenversion unterwegs sind. Das sieht auch sehr cool aus. Ah, hier ist der Hebel. So. Jetzt ist der Weg im Prinzip frei. Zur anderen Seite und dann können wir die Brücke hochlassen. Also vom Weg her müssen wir nämlich hier lang. Ah ne, die Brücke ist hier, oder? Ne. Hier lang war's. Die Erde hört nie auf, mit ihrer Vielzahl an Abscheulichkeiten zu beeindrucken. Nee, doch nicht. Okay, Chaosgestalt. Okay, die verändert sich gar nicht. Ich habe gedacht, das würde sie. Tot. Aber den schaffen wir schon zu besiegen. Der ist glaube ich nicht so schwer. Da war er wieder, ja. Gar nicht lange mit denen aufhalten, sondern hier direkt zu ihm. So, das sind unsere Seelen. Bin wieder tot.
Vielleicht muss ich die anderen doch vorher erledigen. Weil, wenn der jetzt noch mit dabei ist, irgendwelche doofen Standardgegner. Also erstmal ihn hier. So, du hast Ärger gemacht. Weil die beten nur, die tun nichts. Weich doch aus, warum trifft er mich jedes Mal? Okay, damit wir nicht 5 Stunden an dem Boss jetzt hier hängen, werde ich den offscreen machen. So, der Wächter ist besiegt und da haben wir noch was eingesammelt. Das Sekret kann durch seine starke Magie unglaubliche Kräfte einer Waffenverbesserung freisetzen. Ultan wird sich das ansehen wollen. Oh ja. 4340 Seelen. Engelsartefakt hat er bewacht. Artefakte können genutzt werden, um Waffenverbesserungen zu verstärken. Ultan hat dafür sich eine Verwendung. Genau. 2 Stück haben wir jetzt quasi bekommen. Einmal durch den Sieg gegen ihn und jetzt nochmal ein anderes. So, jetzt geht's hier weiter. Jetzt haben wir ihn besiegt und das war es auch. Ich stehe in Flammen. So, jetzt muss ich hier rüber. Das aktivieren. Das nehmen wir natürlich noch mit. Ein Stärkefragment. So, und hier ist der andere Schalter und dann ist die Brücke auch wieder oben. Kristall erreichen kann. Ah, ich verstehe. So, jetzt hat's geklappt. Du-du-du-du-tum. Vielleicht ein frühes Zeugnis der Menschen.
vielleicht. Ich weiß vieles, Herrin. Aber doch nicht alles. Besonders, was den Verstand betrifft. Sie weiß vieles, aber nicht alles. Ja. Dann wärst du ja auch irgendwie allwissend und das wäre echt ziemlich cool. Tot. Wir nehmen halt noch extrem viel Schaden am Anfang, aber das wird sich dann mit der Zeit dann auch irgendwann relativieren. So ist, dass ich jetzt halt hier wieder starte. Ich wieder jeden Gegner einzeln verprügen muss. Wie gesagt, Darksiders 3 versucht wesentlich mehr Souls zu sein, als es halt Darksiders ist. Was ich irgendwie cool finde, dass es halt sich an einem Genre orientiert, was halt viele Fans hat, aber andererseits fehlt mir dann auch wieder so ein bisschen die eigene DNA, die halt die Darksiders-Spiele halt ausmachen. So, dann nochmal zurück. Unsere Seelen einsammeln und dem Gegner ordentlich aufs Fressbrett geben, würde ich sagen. Aber mit 5260 Seelen bin ich schon echt richtig weit. Achso, das zweite Schwert fehlt. Das müssen wir erst dahin bringen. Komm ich da rein? I don't know. Ab von hier aus. Reifragment. Wie frech er da rumlurkt. Da hinten stampft er noch rum und da hinten liegt auch noch was. Das lässt sich nicht öffnen. Nee, ich glaube, es ist vergebens. Ich glaube, das war so, dass da noch ein zweites Schwert hin muss. Mit dem Upstream komme ich noch nicht weiter. Was mache ich denn jetzt? Hier durch. Eine kleine Nische, durch die man sich durchzwängen kann. This looks good. Thank you.
Bogenschützen, ey. Braucht halt echt keiner. Wäre ich wieder tot. Ich kann zwar da hoch, aber es bringt nichts. Ich überleg grad, was sinnig ist. Er ist tot. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gedacht ist, wie ich das mache, aber er lebt noch. Das habe ich mir auch gedacht dabei. Wow, einen Schlag hat er noch gebraucht. Fantastic. Hier ist nichts. Da muss man mal ein bisschen untersuchen hier, ne? Ich meine, hier liegt so viel Krams irgendwie rum. Da müssen wir wieder hin. Die Seite, aber da ist noch ein Gegner. Den will ich loswerden. So, ich glaube, hier sind wir richtig. Ja, da ist noch was. Dämonenartefakt. Artefakt der Königin muss werden, was zum Verbesserung ultern. Genau. Ein Geheimgang. Okay, ich glaube, das war's. So. Diese Tür muss ich öffnen. Die Frage ist, wie? Hier brennt so eine Flamme. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas heißt. Oder vielleicht ist es auch irgendwie nur so ein Geheimraum, um den geilen Loot abzugreifen, aber für mehr ist es halt auch nicht gedacht. Das kann natürlich auch sein. Frage ich mich trotzdem, wo geht's hier dann weiter? Was muss ich tun? Ich muss es irgendwie schaffen, da runterzukommen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie. Wenn ich hier runterfalle, dann bin ich tot, weil es einfach zu hoch ist.
Und ansonsten fehlt mir hier noch was. Wenn das mit der Brücke hier, das haben wir jetzt geschafft, aber ansonsten... Mir fehlt hier so ein bisschen was wie eine Karte, einfach. Na gut, dann bin ich ja fast wieder am Anfang. Also ich glaube schon, dass ich hier lang muss, definitiv. Frage ist, wo kriege ich zum Öffnen dieser Tür das zweite Schwert dann her? Auch sowas hier. Oder kann ich das irgendwie... Okay. Man kann die Schwerter von den anderen nicht abnehmen, ne? Das geht, glaube ich, nämlich nicht. Ulgrim ist da drin. Und hier endet die Reise. Geh nochmal zurück hier in diesen Raum. Vielleicht war das Schwert ja auch hier, was ich brauche. Die Tür zu öffnen. Glaub aber nicht. Dann warum sollte es? Nee, hier ist rein gar nichts. Nee. Okay, bevor wir jetzt noch mehr Zeit verlieren, wenn ich damit beschäftigt bin, hin und wieder mal die gleichen Räume abzusuchen, werde ich das jetzt offscreen machen und bin dann gleich wieder zurück, wenn ich rausgefunden habe, wo es dann weitergeht. Also, bis gleich. Es hätte so einfach sein können. Hier ist so ein Loch im Boden. Ich habe es gerade erst entdeckt, so nachdem ich hier nochmal echt alles abgesucht habe. Und bin nochmal echt ja bis zu Vulgrim gelaufen. Nichts gefunden. Aber jetzt hier geht's runter. Und jetzt kommen wir endlich weiter. Meine Güte. Augen auf beim Spielekauf. So. Okay, das ist hier wieder sowas. Achso. Dornenfragment. Das klingt spannend. Ah, jetzt bin ich hier bei Vulgrim. Überleg gerade, ich habe 8300 Seelen. Wenn ich jetzt noch ein paar ploppe, reicht das dann? Für die Rüstung? Ich könnte ihm natürlich auch noch ein paar Sachen vorher kaufen. Das geht natürlich auch. Weil verkaufen geht immer.
I'm not sure. Aber hier ist das andere Schwert. Da kann ich ebenfalls zuschlagen. Aber die Sache ist, wir müssen es hier einstecken. So, Sesam, öffne dich. Aber ich gehe nochmal kurz hier hoch, um zu schauen, was hier ist. Also, da ist doch noch was. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Aber mal sehen, ich glaube, ich krieg das schon noch zusammen, den Rest, die restlichen Seelen. 500, ja, da verkaufe ich ihm noch was. Womit kann dir die Last hier sein? Was gibt denn ordentlich? Nichts. Es gibt einfach mal 5000. Nee, will ich nicht verkaufen. Aber ich müsste eigentlich nur noch ein paar Gegner meucheln und dann passt das schon. Oder ich könnte einen Batzen Seelen investieren und dann einfach, mich hardcore aufleveln. Das sind immer drei, nicht wahr? Wie? Drei Schlüssel, drei Steine, drei Schwerter. Auch meine Heilung. Die geben halt nicht genug. Aber wie Fury schon gerade angemerkt hat, es gibt immer drei Sachen. Drei Schlüssel, drei Schwerter. Das ist halt auch so ein Kommentar von wegen, dass manche Videospiele so gestrickt sind, dass es meistens immer drei von allem gibt. Die drei müssen quasi in die anderen Engelsstatuen mit rein. Die links und rechts jeweils von dem Schwert sind. Schon offen, der Sarg. Aber da ist ein besonderer Gegner. Den ist noch kille, dann. Okay, bevor er mich gleich tötet, heile ich mich nochmal. Oh nein, bin runtergefallen. Das reicht nicht. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Wenn ich ihn kille, reicht's auf jeden Fall. Komm jetzt runter. Greif, dass du tot bist. So, 10.000. So, das wäre erledigt. Ab zu Vulgrim. Wir gehen jetzt extra wieder zurück.
nur um uns diese Rüstung zu kaufen. Aber ich glaube, die ist schon ziemlich gut. Guck mal, da kann man rein. Wenn das mal kein Secret Passage ist, dann weiß ich auch nicht. Ja, guck mal hier. Womit kann dir dieser bescheidene Händler dienen? Lass dir zeig her deine Waren. Diese in Flammen getauchte Elementarrüstung erhöht die Stärke von Flammenangriffen. Plus 15 Arcana Schaden, plus 5 Verringerung der physischen Schadens, plus 5 beim Zerschmettern von Kristallen. Kann im Inventar angelegt werden. Jetzt habe ich halt nichts mehr Seelen, aber wir haben diese neue tolle Rüstung. Rüstungen sind hier ebenfalls mit Farben markiert, vom Seltenheitswert her, ne? Das heißt also Basis, grün, ganz normal, blau ist schon wesentlich besser und gelb ist dann halt legendär. So, mit dieser Rüstung ist unser Damage-Output nochmal etwas erhöht. Was ich sehr, sehr gut finde. So, da hinten ist noch ein Item. Das schnappen wir uns noch. Zack. Da kommen wir noch nicht rein, aber das kriegen wir schon. Der Gegner war erledigt. Da hinten liegt noch was. In der Lava. Wo war's wo? Ah, so schon mal gar nicht. Okay, ich glaube, ich war schon echt fast am nächsten Schwert dran, was wir brauchen. Deswegen gehe ich nochmal hierhin zurück. Gehe diesen Weg. Das Item, was wir unter der Treppe geholt haben, habe ich ja jetzt eingesammelt. Das heißt, das passt soweit. War hier noch was? Da ist nichts. So, dann geht's hier. Okay, da ist nichts. So, hier hoch. Ein großer Klumpen. Mehr Seelen. Geht das nichts dran? So, jetzt haben wir hier wieder ein großes Rätsel. Ich habe euch nicht gesehen, Jungs.
Okay, ich bin tot. Womit habe ich nicht gerechnet, dass ich so schnell drauf gehe? Na gut. Aber ich würde sagen, hier an dieser Stelle ist erstmal Schluss für heute und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei Darksiders 3. In der nächsten Folge geht das mit mir und Fury weiter hier, wo auch immer wir sind, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall holen wir uns jetzt gleich erstmal unsere Seelen zurück und dann geht es auch darum, das Schwert wieder zu bekommen. Beziehungsweise 3 sind es insgesamt. Also 2 müssen wir finden, 1 holen wir uns gleich, das müsste dann glaube ich gleich dann da kommen. Und dann geht es auch weiter mit mir und Fury in der nächsten Episode von Darksiders 3. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut.